Hallo miteinander und herzlich willkommen beim Regio TV Plus und meiner Sendung Desiree's Talk. Und heute dreht sich alles um Frauen und Fußball. Weil bei mir ist nämlich die Fußballerin Viviana Leanza von OB. Hallo Viviana, schön bist du bei mir. Dankeschön, Desiree. Liebe Viviana, erzähl mal, als kleines Mädchen hat man ja immer den Wunsch, Prinzessin zu werden oder Model. Und du hast scheinbar gehabt, Fußballerin zu werden. Wie ist das entstanden? Also, wenn ich ehrlich bin, habe ich auch am Anfang Kunstturnen gemacht und Hip-Hop getanzt. Also recht eigentlich den Weg eingeschlagen, wo fast jedes Mädchen einschlagen würde. Und dann bin ich eigentlich per Zufall durch meinen Nachbarn zum Fußball gekommen. Und habe dann angefangen mit 7 und habe es bis jetzt 13 Jahre lang durchgezogen. Also schon ziemlich lang, wenn du sagst, schon mit 7, also recht klein, hast du angefangen gehabt. Jetzt, was hat dich eigentlich schon als kleines Mädchen am Fußball fasziniert, mit einem Ball zu spielen? Also ich habe recht viel mit meinen Cousins immer gespielt, die auch Fußball fasziniert sind und mein italienischer Vater logischerweise auch. Und ich habe es immer gerne gehabt, draussen zu sein und mit meinen Freunden einfach im Team zu sein. Also ich bin nie die Einzelgängerin gewesen, ich bin eher gerne unter Leuten gewesen. Jetzt, du bist ja beim FC Basel gewesen, hast jetzt gewechselt zu OB. Wieso hast du den Wechsel gemacht? Also im Sommer hat es mir dann nicht in die erste Mannschaft gelangt. Und jetzt haben wir eigentlich ein Team mit Basel gemacht, das dann irgendwann in der Zukunft eine U21 vom FCB werden sollte. Jetzt hast du dir auch vorgestellt, wie es ist als Profifußballerin. Du machst das ja nebenbei, hast du mir im Vorgespräch gesagt, du gehst nebenbei noch aktuell ins Sportgymnasium. Hast du denn nie den Wunsch gehabt, Profifußballerin zu werden? Ja, sicher schon. Aber ich meine, als Frau ist es recht schwierig, von dem zu leben. Und dann ist halt eine Ausbildung, eine gute Ausbildung, sehr wichtig. Es ist ja so oder so immer auch ein Klischee, oder? Wenn man sagt, eine Frau spielt Fußball. Wie gehst du mit dem Thema um, wenn dich jemand fragt, hey, du spielst Fußball? Ja, also ich sage immer, ich spiele es, weil es mir Spass macht, nicht weil ich mich jetzt mit Männern muss vergleichen muss. Es ist etwas anderes, man weiß es, aber es macht gleich viel Spass und man liebt es einfach. Was ist der Unterschied zwischen einem Frauenfußball und einem Männerfußball? Ja, ich würde mal sagen, also ich habe es recht früh gemerkt, als ich bei den C-Junioren Buben gespielt habe. Sie sind körperlich einfach stärker denn irgendwann und auch schneller. Und vielleicht, ja, das Spiel ist ein bisschen schneller dort. Es kommt jetzt auch immer mehr auf, oder, der Frauenfußball. Es wird ja schlussendlich jetzt auch schon im Fernsehen werden Match übertragen, das wird gezeigt. Jetzt, du hast ja gesagt, du machst das schon so viele Jahre. Was fasziniert dich selber beim Training oder jetzt an den Matches? Ja, halt einfach, dass die Frauen auch mehr, also wollen. Es ist einfach, klar, es war ein Männersport gewesen, aber bei den Frauen, es kommt immer, eben wie du gesagt hast, es kommt immer wie mehr. Und man spürt es. Wir wollen. Wir wollen, dass es aufkommt. Du bist ja in der Verteidigung. Das heisst auch noch eine sehr wichtige Position, dass eben der Gegner keine Goal schießt. Wie gut bist du in dieser Position? Ja, also wenn ich jetzt muss sagen, bin ich recht eine offensive Verteidigerin. Ich gehe gerne führen, mache gerne die Flanken, renne auch gerne an der Seitenlinie. Aber halt die Stellung hinten, dass kein Goal passiert. Die mache ich noch gut. Also finde ich, kann ich von mir sagen, mache ich noch gut. Sicher darfst du auch stolz sein auf das, was du hier leistest. Jetzt, was macht dir weniger Freude an diesem Sport? Ja, also es sind immer so die Konditionssachen halt. Also wenn es jetzt mit einem Ball ist oder spielerisch umgesetzt wird, dass man jetzt Konditionstraining macht. Okay, aber so einfach nur mehr rennen. Verstanden? Also ja, ist ein Teil, aber ja, und ist ja nicht immer der Fall, dass man das machen will, aber es gehört halt einfach dazu. Genau, das Gesamtpaket oder, muss natürlich stimmen. Jetzt, liebe Viviana, wie siehst du den Frauenfußball in der Region in der Zukunft? Ich spiele mit der Selin zusammen und sie schaut eigentlich, dass wir zum Beispiel von Anstoss, das unterstützt den Frauenfußball in der Region im Moment, und auch das FI9, das ist Floriana Ismaili. Sie, die vor 2 Jahren gestorben ist. Und das ist ein Fördertraining für Frauen. Das wird hier in der Region gemacht. Und eben Anstoss im Moment sponsert uns Einlauf-Liebli und das Trainings-Liebli. Und ich glaube, es wird ja auch immer mehr kommen. Und das ist super. Das freut mich.
Das heisst, du wirst noch viele Jahre auf dem Fußballfeld gesehen sein und spielen und schauen, dass es keine Goal gibt. Jetzt, Viviana, was sind deine grössten Charaktereigenschaften, die du hast? Ja, also ich würde sagen, ich bin recht eine humorvolle Person und sehr hilfsbereit und kontaktfreudig. Sehr gut. Wie sieht deine Zukunft allgemein aus? Was ist dein Weg? Eher im Sport oder möchtest du auch eher etwas anderes machen? Du hast ja gesagt, du gehst ins Sportgymnasium. Was sind deine Pläne? Also ich bin sehr dankbar dafür, dass ich das Gymnasium überhaupt machen kann. Das auch, also meine Eltern sagen mir das immer, dass das nicht selbstverständlich ist. Und wegen dem möchte ich auch beruflich mehr machen, also etwas werden, wo ich will, also eine Ärztin. Aber das Problem ist, ich weiß es noch gar nicht. Ich habe jetzt noch ein Jahr, ich bin jetzt im zweitletzten Jahr. Und meine Studienrichtung, das weiß ich noch nicht. Wie es weitergeht, das steht in den Sternen. Hast du noch Zeit, bist du noch so jung und dann hast du noch so viele Möglichkeiten, die du hier zur Verfügung hast. Jetzt, du privat selber schaust du auch Fußball, auch zum Beispiel jetzt den Männerfußball? Ja, vor allem die Champions League schaue ich recht gern. Und jetzt sind ja, glaube ich, EM-Qualifikationen gesehen. Halt bin ich hier für Italien, schaue ich, dass sie gewinnen. Und doch, ich schaue gerne Fußball während meiner Freizeit. Schaust du das anders als jetzt jemand, der nicht Fußball spielt? Tust du dann auch kritisieren während dem Match und sagen, hey, das könnte besser sein oder das könntest du noch anders machen? Ja, also wenn ein wichtiger Match läuft bei uns daheim, dann wird meistens kritisiert. Also auch da werden wir auch ein bisschen lauter. Aber ich schaue halt, wenn es jetzt ein Match wird und ich sehe etwas, was auf meiner Position gerade so passiert, dann analysiere ich das auch und sage mir selber, das könnte ich auch mal machen oder das müsste ich mal machen. Ja. Sehr schön. Jetzt noch schnell zum Abschluss, liebe Viviana. Hast du mir eine Message für alle Frauen hier draußen, die genauso wie du sind, die sagen, ich möchte Fußball spielen? Was möchtest du ihnen auf den Weg mitgeben? Sie sollen es einfach machen. Ich meine, es ist schön, jetzt im Moment eine Fußballspielerin zu sein, weil der Frauenfußball in der Schweiz kommt immer wie mehr und es geht immer wie schneller. Sehr gut. Herzlichen Dank, dass du da gewesen bist. Ich habe mich riesig gefreut, vor allem auch Frauen, die Fußball spielt. Danke vielmals. Gerne schön. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Macht's ganz gut, habt's gut. Ciao zusammen.